Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei einem Antiterroreinsatz in Chemnitz hat die Polizei in einer Wohnung mehrere hundert Gramm hochgefährlichen Sprengstoff gefunden. Sie fahndet bundesweit nach einem Mann aus Syrien. Er steht im Verdacht, einen Bombenanschlag vorbereitet zu haben. Nach Angaben des sächsischen Landeskriminalamtes wurden drei Männer festgenommen. Sie sollen mit dem 22-Jährigen in Kontakt gestanden haben. In Berlin erhöhte die Polizei vorsorglich die Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen und Bahnhöfen. Der Hinweis auf den Mann kam vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Der Syrer lebt in der Plattenbausiedlung Fritz Heckert im sächsischen Chemnitz. Noch in der Nacht klingelten schwer bewaffnete Beamte über 100 Anwohner aus ihren Betten. Mit bereitstehenden Sonderbussen wurden sie in ein Hotel gebracht. Nach ihm fahndet die Polizei bundesweit, Jaber al-Bakr, ein 22-Jähriger aus Syrien. Vor einem Jahr soll er nach Deutschland gekommen sein. Über Twitter schreibt die Polizei Sachsen, die Fahndung nach dem Tatverdächtigen läuft. Derzeit wissen wir aber nicht, wo er sich befindet und was er bei sich trägt. Seid vorsichtig. Ein Spezialeinsatzkommando sprengte am Morgen die Wohnungstür des Verdächtigen, stürmte die Wohnung, traf aber niemanden an. Doch bei der Durchsuchung entdeckte das Landeskriminalamt mehrere hundert Gramm eines als äußerst gefährlich eingestuften Sprengstoffs. Es soll sich wohl um eine sehr brisante Mischung handeln. Das heißt, er ist nicht ohne weiteres transportfähig und auch entsprechend gefährlich. Unsere Kollegen versuchen, diesen Stoff jetzt aus der Wohnung zu bringen. Für Stunden teilweise gesperrt war auch der Hauptbahnhof in Chemnitz. Hier nahm die Polizei zwei Bekannte des Verdächtigen fest. Ein dritter Mann wurde in der Innenstadt festgenommen. Das sind Kontaktpersonen oder zumindest Bekannte unseres gesuchten Tatverdächtigen, die wir über die Ermittlungen identifizieren konnten. Diese wurden erkannt, wurden vorläufig festgenommen, die Vernehmungen laufen, Ergebnisse stehen noch aus. Möglicherweise haben die vermutlichen Anschlagspläne des Syrers einen islamistischen Hintergrund. Das Anschlagsziel ist noch unbekannt. In Berlin wurden unterdessen am Abend die Sicherheitsmaßnahmen erhöht, wie hier am Flughafen Berlin-Schönefeld. Zur aktuellen Lage jetzt live aus Chemnitz, Markus Reha. Ja, vor einer knappen Stunde hat es hier eine heftige Detonation gegeben. Die Detonation war so heftig, dass die Druckwellen hier, wo wir jetzt stehen, noch deutlich zu spüren waren. Es hat einen deutlichen Schlag in meinem Brustkorb, in meinem Bauch gegeben. Obwohl die Detonation, so habe ich mich bei der Polizei vergewissert, etwa 200 bis 300 Meter von dem Ort, an dem wir hier stehen, stattgefunden hat. Es war eine kontrollierte Explosion der Polizei. Es ist also gelungen, diesen Sprengsatz zu entschärfen über eine kontrollierte Detonation. Die Anwohner des betroffenen Hauses können bald wieder in ihre Wohnungen zurück. Das Haus selbst wird noch unbewohnt bleiben müssen. Man wird hier weiter ermitteln. Man hat diesen Zugriff heute gewagt, weil man konkrete Hinweise des Verfassungsschutzes hatte, dass der Hauptverdächtige, nachdem weiter gefahndet wird, der soll von der Planungsphase zu einem Anschlag übergegangen sein, zur Realisierungsphase. Darum der Zugriff heute hier in Chemnitz. Und damit zurück nach Hamburg zu Jens Riewer. Aus dem Bundesinnenministerium hieß es zu dem Antiterroreinsatz, man nehme den Fall ernst. Die zuständigen Behörden stünden miteinander in engem Kontakt. Dazu jetzt live aus Berlin, Michael Stempfler. Zum jetzigen Zeitpunkt ist vieles noch im Unklaren. Fest steht lediglich, der Hinweis kam vom Verfassungsschutz. Und dort sieht man sich bestätigt, nachdem die Polizei dann auch 500 Gramm Sprengstoff gefunden hat. Die Behörden sind in höchster Alarmbereitschaft. Der Sprengstoff wird als hochbrisant beschrieben, sehr gefährlich. Unklar ist auch, ob der Verdächtige noch mehr Sprengstoff bei sich hat. Die Sicherheitsbehörden wissen auch nicht, ob der Verdächtige eine Person ist, die ganz eigenmächtig gehandelt hat. Derzeit gehen sie davon aus, dass der Mann nicht gezielt von Hintermännern gesteuert wurde. Ein islamistischer Hintergrund scheint möglich. Derzeit spricht wohl auch einiges dafür, dass der junge Syrer sich im Internet radikalisiert haben könnte. Und damit zurück zu Jens Riewer. Das Weltklimaabkommen wird möglicherweise Auswirkungen auf die deutsche Verkehrspolitik haben. Einem Bericht des Spiegel zufolge wollen die Bundesländer von 2030 an keine Neuzulassungen mehr von Pkw mit Benzin- oder Dieselmotoren. Das Nachrichtenmagazin beruft sich auf einen Beschluss des Bundesrats. Darin werden entsprechende Pläne der EU-Kommission unterstützt. Mit Blick auf die Luftbelastung fordern Experten in Deutschland seit langem eine andere Verkehrspolitik.
Eines der Lieblingsmodelle deutscher Autofahrer, der Diesel. Doch seit September brechen die Zulassungszahlen ein. Diskussionen über Umweltplaketten, Fahrverbote und den Dieselskandal lassen die Käufer zögern, trotz Steuervorteil. Die Politiker, die haben einfach Angst vor der nächsten Wahl vom ADAC, vor anderen Interessenverbänden, die Dieselsteuer an die Benzinsteuer anzugleichen. Ob Diesel oder Benziner, Verbrennungsantriebe werden aus dem Straßenbild verschwinden, fragt sich nur wann. Der Bundesrat empfiehlt: Hier gilt es, die bisherigen Steuer- und Abgabenpraktiken der EU-Mitgliedstaaten auszuwerten, damit spätestens ab dem Jahr 2030 unionsweit nur noch emissionsfreie Pkw zugelassen werden. 2030 also, die Grünen sehen sich bestätigt. Wir bräuchten eine Gesamtstrategie, die beinhaltet eine stärkere Vernetzung der Verkehrsträger untereinander. Das bedeutet, dass wir Infrastruktur für emissionsfreie Autos aufbauen, zum Beispiel Ladesäulen. Nochmal 2030, der Verkehrsminister tritt auf die Bremse. Ein komplettes Aus für Verbrennungsmotoren in den nächsten 14 Jahren ist vollkommen unrealistisch. Ich kann die Entscheidung des Bundesrats an dieser Stelle nicht nachvollziehen. Die Autowende muss bezahlbar sein, doch 2030 ist machbar, sagt die SPD. Das ist 14 Jahre lang, ist eine lange Zeit für, sag mal, die Digitalisierung, aber auch die Brennstoffzellentechnologie. Von daher ist es möglich. Ob das Verbot immer der richtige Weg ist, ist eine andere Frage. Der Druck kommt aus den Bundesländern. Auch potenzielle Käufer von Diesel-Pkw bekommen Zweifel. Denn schon heute können Richter zeitlich begrenzte Fahrverbote in Ballungsräumen verfügen. Und Automobilexperten warnen, selbst die fortschrittlichsten Dieselmodelle erfüllen nicht die strengen Abgasvorschriften. In den USA ist Präsidentschaftskandidat Trump wegen sexistischer Äußerungen massiv unter Druck geraten. Die Washington Post veröffentlichte ein Video aus dem Jahr 2005. Darin ist Trump zu hören, wie er vulgär und abwertend über Frauen spricht. Der Kandidat der Republikaner entschuldigte sich inzwischen für seine Worte. Forderungen aus seiner eigenen Partei, die Kandidatur niederzulegen, wies er zurück. Zu einem Gastauftritt in einer US-Seifenoper war Donald Trump gefahren worden. Eine Schauspielerin empfing ihn und seinen Begleiter, Moderator Billy Bush, ein Cousin von George W. Bush. Doch das nun veröffentlichte Video zeigt auch die Minuten davor. Die Mikrofone waren bereits angeschaltet, als der Bus vorfährt. Darin prahlt Trump, Frauen seien für ihn sozusagen freiwillig. Ich nehme noch ein Tic-Tac, falls ich sie küssen muss, sagt Trump. Und dann, als Star kannst du dir alles leisten, kannst ihnen zwischen die Beine greifen. Ein Reporter der Washington Post hat das 11 Jahre alte Video ausgegraben, das nun hohe Wellen schlägt. Führende Republikaner distanzieren sich von Trump. Ich kann meiner 15-jährigen Tochter doch nicht in die Augen schauen und sagen, dass ich diese Person unterstütze, US-Präsident zu werden. Ich kann das nicht. Donald Trump hat inzwischen per Internet eine Entschuldigung verbreitet. Jeder, der mich kennt, weiß, dass diese Worte nicht widerspiegeln, wer ich bin. Aber ich habe sie gesagt, das war falsch und ich entschuldige mich. Hillary Clinton kontert derweil über Twitter: Dies ist schrecklich. Wir dürfen diesem Mann nicht erlauben, Präsident zu werden. Donald Trumps frauenverachtende Bemerkungen von 2005 könnten ihn 11 Jahre später das Weiße Haus kosten. Vor allem, falls sich noch unentschiedene Wähler nun massenhaft von ihm abwenden. Doch die Demokraten sollten sich nicht zu früh freuen. Auch Hillary Clinton steht unter Druck wegen gehackter, kontroverser E-Mails. Und 32 Tage vor der Wahl könnten hier noch viele Skandale ausgebuddelt werden. In der Kaukasusrepublik Georgien wurde heute ein neues Parlament gewählt. Laut ersten Nachwahlbefragungen liegt die Regierungspartei Georgischer Traum vorn. Die Zahlen variieren aber stark. In Umfragen hatten die Regierungspartei und die oppositionelle Vereinte Nationale Bewegung bis zuletzt gleich aufgelegen. Beide Lager streben eine Annäherung an den Westen an. Die Abstimmung gilt auch als Stabilitätstest für das Land. Sie wurde von internationalen Wahlbeobachtern überwacht. Trotz hoher Arbeitslosigkeit gehört Georgien zu den Musterknaben im postsowjetischen Raum. Die Alltagskorruption wurde hier weitgehend bekämpft. Trotz des Krieges 2008 ist es Georgien gelungen, den Einfluss Russlands zu verringern. Vor allem junge Georgier wünschen sich einen EU-Beitritt. Viele sind frustriert, da es bisher keine Beitrittsperspektive gibt. Das Land will außerdem in die NATO. Die Wahl ist vor allem ein Kampf zweier mächtiger Männer.
Die Georgier mussten sich entscheiden zwischen der Partei des Milliardärs Iwanischwili, der sein Vermögen in Russland gemacht hat, und der Partei des Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili, der inzwischen in der Ukraine politisch tätig ist. In Georgien wird Saakaschwili Amtsmissbrauch vorgeworfen. Gerüchte darüber, dass er nach Georgien zurückkehren könnte, heizten die Atmosphäre auf. Ausschlaggebend für die Wahlentscheidung vieler die schlechte Wirtschaft, die sich durch die Krise in Russland und der Ukraine noch verschlechtert hat. Exporte und Investitionen sind dadurch zurückgegangen. Diese Wahlen sind wichtig, um unsere Verdienste um die Demokratie zu festigen und sicherzustellen, dass Wahlen das Mittel sind, mit dem wir die politischen Machtverhältnisse im Land ändern. Es ist außerdem die erste Wahl, nachdem wir das Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet haben. Zwar liegt nach ersten Hochrechnungen die heutige Regierungspartei Georgischer Traum vorn, erste offizielle Ergebnisse werden aber erst morgen erwartet. Bei einem Polizeieinsatz am Stadtrand der türkischen Hauptstadt Ankara haben sich zwei mutmaßliche Attentäter selbst in die Luft gesprengt. Sie sollen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu einen Autobombenanschlag vorbereitet haben. Als die Polizei die Verdächtigen aufforderte, sich zu ergeben, hätten sie in ihrem Fahrzeug einen Sprengsatz gezündet. Der Gouverneur von Ankara sprach von einer möglichen Verbindung zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Bei einem Luftangriff auf eine Trauerfeier in Jemens Hauptstadt Sanaa sind mehr als 80 Menschen getötet und mindestens 100 verletzt worden. Berichten zufolge wurde ein Gebäude bombardiert, in dem sich Aufständische zu einer Trauerfeier versammelt hatten. Die Rebellen machen die saudi-arabisch geführte Koalition, die auf Seiten von Präsident Mansur kämpft, für den Angriff verantwortlich. Jordaniens König Abdullah II. Ist heute in Münster mit dem Westfälischen Friedenspreis geehrt worden. Bundespräsident Gauck würdigte das Engagement des Königs in der Flüchtlingskrise sowie dessen Vermittlerrolle im Nahostkonflikt. Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Jugendorganisation Aktion Sühnezeichen. Der mit insgesamt 100.000 Euro dotierte Preis wird alle 2 Jahre vergeben und erinnert an den Friedensschluss zum Ende des 30-jährigen Krieges. Haiti leidet unter den dramatischen Folgen von Hurricane Matthew. Nach Angaben von Ärzten treten immer mehr Fälle von Cholera auf. 13 Menschen sind ersten Angaben zufolge bereits an der Infektionskrankheit gestorben. Es wird eine Epidemie befürchtet. In den USA blieben die Schäden hingegen geringer als erwartet. Der Sturm war an der Südostküste vorbeigezogen und hatte sich zuvor abgeschwächt. In Florida kamen mindestens 4 Menschen ums Leben. Der Wirbelsturm Matthew hat an Stärke verloren, aber er bringt immer noch sintflutartige Regenfälle und Hochfluten. Bilder aus der Nacht. Historische Städte wie Savannah und Charleston wurden zum Teil überflutet. Der Hurrikan zieht haarscharf an der Ostküste der USA vorbei, über den Atlantik Richtung Norden. Die Schäden in Georgia und Florida sind groß, aber die befürchtete Katastrophe ist bislang ausgeblieben. Verheerend dagegen die Lage auf Haiti, einem der ärmsten Länder der Welt. Hier hatte der Sturm vor allem den Süden der Insel mit voller Wucht getroffen. Immer mehr Leichen werden gefunden. Ganze Landstriche seien verwüstet, die Ernte vernichtet, berichten Augenzeugen. Es ist die totale Zerstörung. Alles außer Betonbauten ist doch dem Erdboden gleich, Palmen geknickt, trostlos. Hilfslieferungen sind angelaufen, organisiert von der US-Armee und den Vereinten Nationen. Die Regierung von Haiti schätzt, dass 350.000 Menschen in Not und obdachlos sind. Und es besteht die akute Gefahr einer Cholera-Epidemie. Spenden für die Opfer des Wirbelsturms können Sie unter Stichwort ARD Hurricane Matthew, Konto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder übers Internet unter spendenkonto-nothilfe.de. Die Lottozahlen: 14, 21, 32, 33, 35, 48, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 9. Oktober. Aus dem Baltikum gelangt auch morgen ziemlich kühle Luft zu uns. Heute Nacht regnet oder schauert es vor allem im Osten und Nordosten, sonst nur vereinzelt. Regional klart es auf. Morgen im Norden und Osten viele Wolken und am Vormittag gebietsweise Regen, sonst hier und da Schauer und zum Teil auch mal länger freundlich.
In der Nacht an der Ostsee noch 9, bei klarem Himmel örtlich bis minus 1 Grad. Morgen werden im Erzgebirge 7, am Oberrhein 15 Grad erreicht. Auch am Montag insgesamt wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern, auf den höheren Bergen Schnee. Am Dienstag im Norden und Nordosten ab und zu Regen, sonst nur einzelne Schauer, ähnlich am Mittwoch, dann im Süden und Westen freundlich und trocken. Wir sind wieder für Sie da um 23.15 Uhr. Karin Mioska hat dann diese Tagesthemen. Terroralarm, wie gefährlich ist der Sprengstofffund von Chemnitz und Auslaufmodell. Droht dem Auto, wie wir es kennen, das aus? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.